Die Moral und ihr Einfluss auf Fortschritt der Nationen. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, sprich, wahrlich, mich hat mein Herr auf einen geraden Weg geleitet, zu dem rechten Glauben, dem Glauben Abrahams, des Aufrechten, und er war keiner der Götzendiener. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Ich bezeuge, dass unser Prophet Mohammed sein anbetender Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Einer der wichtigsten Aspekte im Leben eines Muslims ist die Erlangung eines hohen moralischen Niveaus. Seit Beginn des Islam befasst sich der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, hauptsächlich damit, die Muslime zu lehren und dahingehend zu disziplinieren, dass sie die besten Manieren und Charaktermerkmale besitzen würden. Sein Privatleben und sein Verhalten spiegelten seine ihn von Allah offenbarten Lehren wider. Im edlen Koran beschreibt Allah den Propheten Mohammed mit den Worten: Und du bist wahrlich von großartiger Wesensart. Das hohe Niveau des Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, machte ihn zu einem Vorbild für alle Muslime. Der Gesandte Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, bepflegt zu betonen, wie wichtig gute Manieren für die Muslime sind. Er, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, sagte: Der Beste unter euch ist derjenige mit den besten Manieren. In einer anderen authentischen Überlieferung sagte der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken: Das schwerste Gewicht, das am Tag des Gerichts in die Waage des Gläubigen gelegt wird, wird das gute Verhalten sein. Und Allah verabscheut denjenigen, der schlechte Worte benutzt. Jemand fragt den Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, welche Taten einen Mann ins Paradies bringen würde. Er, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, antwortete: Gottesfurcht, also Frömmigkeit und gutes Benehmen. In einer anderen Erzählung unterschied der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, die Muslime aufgrund ihres Verhaltens. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte: Der vollkommenste unter den Muslimen im Glauben ist derjenige mit dem vorzüglichsten Verhalten. Und die Besten von euch sind diejenigen, die ihre Frauen am besten behandeln. Er, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, erklärte auch, dass die Menschen aufgrund ihrer guten Manieren verschiedene Stufen im Paradies erlangen können, indem er sagte: Der liebste Mensch und derjenige, der mir am Tag der Auferstehung am nächsten sein wird, ist derjenige mit dem besten Benehmen. Im Folgenden sollten wir über die Moral im Islam sprechen und wie sie sich von anderen moralischen Systemen unserer Zeit unterscheidet. Im Gegensatz zu anderen Systemen wird das moralische System des Islam von einer göttlichen Quelle hergeleitet. Diese göttliche Quelle ist die Offenbarung Allahs. Daher kann dieses System nicht geändert oder manipuliert werden, um es an unsere Wünsche anzupassen. Es gilt unabhängig von Ort und Zeit. Dieses System wurde seit Tausenden von Jahren nicht geändert. Es kann heute nicht geändert werden. Es kann heute nicht geändert werden und wird niemals geändert werden, bis zum Tage des jüngsten Gerichts. Niemand darf das System abändern, selbst wenn die ganze Welt dies tun wollte. Was in der Vergangenheit als Moral betrachtet wurde, wird über alle Zeiten als gute Moral erhalten bleiben. Was umgekehrt in der Vergangenheit als schlecht galt, wird für immer so bleiben, selbst wenn die Gesellschaft es als Norm betrachtet. Das moralische System wird nicht von kulturellen Normen beeinflusst, denn Allah ist derjenige, der bestimmt und weiß, was akzeptabel ist und was nicht. Der ehrwürdige Koran ist in dieser Hinsicht sehr detailliert und erwähnt deutlich die Wichtigkeit guten
Benehmens, ebenso wie er die Wichtigkeit des Glaubens, des Gottesdienstes und all unserer alltäglichen Angelegenheiten erwähnt. Der ehrwürdige Koran nennt wiederholt mehrere sittlich gute Taten, wie zum Beispiel die Behandlung der Eltern auf die beste Art und Weise, nett zu sein zu den Verwandten und Nachbarn, die Fürsorge für Waisen und Bedürftige, ehrlich zu sein, immer eine aufrichtige Absicht zu haben, Versprechen zu erfüllen, die faire Behandlung aller Menschen. Der edle Koran geht sogar so weit, uns beizubringen, wie wir gehen sollen. Allah sagt, halte das rechte Maß in deinem Gang und dämpfe deine Stimme, denn die widerwärtigste der Stimmen ist wahrlich die Stimme der Esel. Weiterhin sagt Allah der Erhabene, die Diener des Allerbarmers sind diejenigen, die maßvoll auf der Erde umhergehen und die, wenn die Toren sie ansprechen, sagen Frieden. Sogar von den angemessenen Anstandsregeln beim Besuch anderer Personen berichtet der edle Koran. Der Erhabene sagt, o die ihr glaubt, betretet nicht andere Häuser, die nicht eure eigenen Häuser sind, bis ihr euch bemerkbar gemacht und ihre Bewohner begrüßt habt. Das ist besser für euch, auf das ihr bedenken möget. Der Koran lehrt uns ebenfalls, wie wir uns bei Versammlungen zu verhalten haben. Allah sagt, o die ihr glaubt, wenn zu euch gesagt wird, macht Platz in den Versammlungen, dann schafft Platz, so schafft auch Allah euch Platz. Und wenn gesagt wird, erhebt euch, dann erhebt euch eben, so erhöht auch Allah diejenigen von euch, die glauben und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, um Rangstufen. Und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Wenn wir die Reden und Taten des Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, tatsächlich praktizieren würden, würden wir merken, dass einige Lektionen bezüglich des Essens, Trinkens, Sichkleidens, Schlafens, für die Reise, das Grüßen, das Einholen einer Erlaubnis, sogar für das Niesen, Gehen und anderen scheinbar belanglosen Taten gelernt werden müssen. Im Gegensatz zu anderen ethnischen Systemen ist das moralische System des Islam ein sehr detailliertes und vollkommenes Paket. Der Islam spricht alle Aspekte des menschlichen Lebens an, egal wie unbedeutend ein Aspekt auch erscheinen mag. Er ist ein komplettes Paket. Es fehlt nichts, was ergänzt werden müsste. Noch hat es Mängel, die behoben werden müssen. Die islamische Religion leitet unsere Moralvorstellungen, sei es in Bezug auf das Individuum, die Gemeinschaft sowie in Bezug auf die Muslime und die Nichtmuslime. Sie gibt uns auch eine Anleitung dafür, wie man mit Herrschern umgeht und wie man Gelehrte respektiert und ehrt. Der Islam lehrt uns ferner, wie man sich in Zeiten des Friedens und des Kriegs verhält. Sogar der Umgang mit Tieren wird uns beigebracht. Der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, sagte, fürchte Allah bei der Behandlung von Tieren, kümmert euch um sie, haltet sie gesund. Egal ob ihr auf ihnen reitet oder sie wegen ihres Fleisches aufzieht. In einer anderen Überlieferung sagte der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken. Wenn ihr ein Tier schlachtet, schlachtet es auf die beste Art und Weise. Ihr sollt erst euer Messer schärfen und das Tier beruhigen. Einmal fragten die Gefährten den Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken.
Werden wir dafür belohnt, wenn wir Tiere gut behandeln? Er sagte, ja, natürlich werdet ihr für jedes lebende Wesen belohnt, wenn ihr es gut behandelt. Kein anderes ethisches System kann an das des Islam heranreichen. Und nur Allah kann, dank seiner unendlichen Weisheit, solch ein System erschaffen, das die Menschen lehrt, wie sie in jedem Moment ihres Lebens vorzugehen haben. Dies ist so, weil der Islam kein von Menschenhand geschaffenes System ist. Es sei die Religion Allahs. Er hat sie vollkommen und umfassend gemacht. Kein Mensch hat je, kann je oder wird je ein System erschaffen, das so perfekt ist. Wenn du also ein erfolgreiches und glückliches Leben führen willst, dann wende den Islam in deinem Leben an und du wirst wunderbare Resultate erzielen. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah und Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten Diener und Gesandter ist. Geschwister im Islam, die Tore und Zugänge des Satans sind die Charaktereigenschaften des Menschen. Und das sind recht viele. Aber wir werden nur auf die großen Tore hinweisen, denen viele Anhänger des Satans verfallen sind. Zu den größten Zugängen des Satans gehören der Zorn und die Begierden. Denn der Zorn ist der Dämon des Geistes. Und wenn der Geist schwach wird, greifen ihn die Anhänger des Satans an. Und immer wenn der Mensch zornig wird, macht ihn der Satan zu einem Spielball. Zu den großen Toren des Satans gehören ebenfalls der Neid und die Gier. Die Gier macht den gierigen Mensch blind und taub. Die Tore des Satans nimmt man durch das innere Licht des Herzens wahr. Und wenn dieses durch den Neid und die Gier geschwächt wird, erkennt man die Zugänge des Satans nicht. Und dann hat der Satan seine Chance und verschönert dem Gierigen alles, was ihn zu seinen Begierden führt, auch wenn es verwerflich und ungehörlich ist. Was aber die Gefährlichkeit der Gier angeht, so sagte der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken. Zwei hungrige Wölfe in einer Herde schaffe, können keinen größeren Schaden anrichten als den, den die Gier nach Vermögen und Ansehen in der Religion des Menschen anrichten kann. Zu den großen Zugängen des Satans gehört ferner die Übersättigung, auch wenn sie durch völlig erlaubte Mittel erfolgt. Denn die Übersättigung stärkt die Begierden und diese sind die Waffen des Satans. Zu seinen großen Toren gehören auch die Hast und die fehlende Vergewisserung. Dazu sagt der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, Eile ist vom Satan und Bedenken ist von Allah, dem Erhabenen. Zu den weiteren großen Zugängen des Satans gehören der Geiz und die Furcht vor Armut, denn dies hält vom Ausgeben und Spenden zurück und führt zur Übertreiben Sparsamkeit, zum Horten und letztendlich zur qualvollen Strafe. O Allah, lass uns die Sicherheit in unseren Staaten erfreuen und leihe unseren Geschäftsführern den Erfolg und bewahre unsere Heimatländer für Tyrannei und Verderbnis. Und Allah weiß es am besten.